Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei einer neuen Folge von Lebenskraft TV. Heute wieder mit einem ganz spannenden Thema über UFO-Abstürze, das ultimative Trauma. Da wollen wir heute ein bisschen ins Detail gehen. Das wird auch die erste Folge sein von einer weiteren Sendereihe, die wir dann planen. Dazu haben wir wieder zwei Gäste heute im Studio. Einmal den Oliver Gerschitz und den Oliver Glöckner. Beide sozusagen im Doppelpack heute. Bevor wir natürlich nochmal genau einsteigen jetzt in die tiefere Thematik und Unterlagen und sowas zeigen, möchte ich dich ganz kurz bitten, Oliver, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, wie bist du zu dem Thema gekommen, was reizt dich da so an? Ja, ich mache seit 18 Jahren den Dreh für Grenzwissenschaften in Regen. Das ist heute, glaube ich, schon ziemlich der größte Dreh für grenzwissenschaftliche Themen in Deutschland. Wir haben aktuell 14 Veranstaltungen im Jahr. Also jedes Monat ein Vortrag und dann zusätzlich noch zwei Kongresse. Wir haben jetzt am 11. und 12. Oktober den Kongress für Grenzwissen, den großen Kongress mit 350 Leuten. Der ist aber schon seit Wochen ausverkauft. Und wir machen im Frühjahr, am 11. April, jetzt dann 2015, wieder einen eintägigen Gesundheitskongress. Und ja, das Regentreff hat auch eine sehr interessante Internetplattform, das www.regentreff.de. Dann mache ich seit vielen Jahren schon den Osiris Buchversand, auch für grenzwissenschaftliche Themen. Wir haben über 1000 Artikel im Programm. Und ich halte auch Vorträge, habe auch ein Buch geschrieben zum Thema Philadelphia-Experiment, Montauk-Projekt. Und bin schon seit vielen Jahren sehr im UFO-Bereich tätig, mit der Forschung im UFO-Bereich. Gerade mit einem guten Freund Andreas von Rethi, mit dem wir eben zwei UFO-Absturzfälle in Südafrika oder aus Südafrika erforschen, bearbeiten und die Informationen zusammentragen. Wir werden auch da in nächster Zeit, also in den nächsten Monaten, ein Buch machen drüber. Und ja, wir werden sehen. Super, herzlichen Dank für die kurze Einleitung. Servus Olli, hallo. Grüß dich. Für dich mal wieder wie immer die Frage, du suchst ja meistens auch die Themen so ein bisschen aus. Wie bist du denn auf das Thema UFO gekommen und wie ist so deine Einstellung dazu? Hintergrund ist der, vor circa 12 Jahren war ich das erste Mal bei ihm auf dem Stammtisch. Über ein paar Ecken ging das damals. Wir haben uns erst dann vor 2 Jahren wirklich kennengelernt und wir haben uns halt intensiv ausgetauscht und der Oliver hat da ziemlich großes Wissen darin, in allen möglichen Bereichen. Mit ihm kann man sich da, denke ich mal, Tage, Monate lang unterhalten über diese Themen. Und nachdem wir natürlich immer wieder interessante Themen suchen für unser TV-Studio, war natürlich die Überlegung, Oliver, wie schaut's aus? Hast du ein interessantes Thema für uns? Und so ist es eigentlich das Ganze zustande gekommen. Ah, genau, super. Du wirst ja dann später auch nochmal einen kleinen eigenen Fall präsentieren. Mhm. Wir hatten ja gesagt, wir wollen heute mal zwei Fälle sprechen. Wie gesagt, das ist Teil Nummer 1 von mehreren Sendungen. Deswegen gehen wir eben auch dann ganz konkret mal auf die Unterlagen dann noch mit ein, die du mitgebracht hast. Erzähl uns einfach mal vielleicht von dem ersten Fall. Kommen wir zu dem, das war Kalahari, genau. Genau, also wir sind mittlerweile die Hauptuntersucher, Andreas von Rethi und meine Wenigkeit, der zwei UFO-Abstürze in Südafrika. Der erste war der Kalahari-Zwischenfall, der sogenannte Kalahari-Zwischenfall. Der damalige Hauptuntersucher war ein Engländer, der Sergeant Anthony Dodd, der leider schon 2009 verstorben ist. Mhm. Wir haben ihn aber noch persönlich kennenlernen dürfen. Wir waren drüben in England bei ihm ein paar Tage. Und der Kalahari-Fall ist ein äußerst wichtiger Fall, weil er sehr gut dokumentiert ist. Mhm. Es gibt sehr viele Informationen dazu und meiner Meinung nach genauso viele Informationen wie jetzt bei dem bekannten Roswell-Fall 1947 in New Mexico. Nur es ist halt noch nicht so lange her. Ja, das war der Absturz fand statt am 7. Mai 1989. Mhm. Und es war eigentlich kein Absturz in dem Sinn, sondern in dem Fall war es so, dass die südafrikanische Luftwaffe dieses Objekt abgeschossen hat. Das heißt, Sie haben es auch registrieren müssen vorher? Es war so, dass die SAS Tafelberg, das ist ein Militärschiff, ein Marineschiff der südafrikanischen Marine, zumindest damals gewesen, über Radar festgestellt hat, es kommt ein sehr, sehr schnelles Objekt von Richtung Antarktis in den Luftraum von Südafrika. Es war sehr schnell unterwegs, hätte normalerweise auch nicht abgefangen werden können, weil es eben so schnell war. Ja. Es war nur ein großes Glück, dass zu dem Zeitpunkt bereits eine Mirage in der Luft war
Und die hatte eine Experimentalwaffe an Bord, die testete eine Experimentalwaffe. Und mit dieser Experimentalwaffe hat man dann auf das Objekt geschossen. Mhm. Und nach den Informationen, die wir haben, begann das Objekt dann langsam zu schaukeln, ging weiter runter und schlug dann auf, aber nicht in Südafrika, sondern schon jenseits der Grenze in Botswana. Mhm. Und die Südafrikaner haben sich das Objekt dann geholt mit einigen Schwierigkeiten. Muss man sich vorstellen, die haben also die Grenze einfach übertreten mit Militär, haben praktisch ein anderes Land militärisch oder sind dort interveniert, um das Objekt zu holen. Und ja, dann ging es eigentlich los. Gibt es da einen Zusammenhang mit dieser Spezialwaffe, die da getestet werden sollte und diesem UFO? Ist da irgendwie bekannt, dass das vielleicht zusammenhängt? Ich halte das jetzt, klingt erstmal wie ein Zufall, aber gibt es ja so oft selten eben nicht, ne? Also der Sergeant Anthony Dodd, von dem ich gerade gesprochen habe, der hat eben eine Theorie später gebracht, weil er doch sehr viele Informationen weltweit hat, dass es möglicherweise so ist, dass bestimmte Länder mit solchen Waffen ausgestattet wurden, beziehungsweise solche Waffen entwickelten, weil sie eben mit dem UFO-Phänomen, sage ich jetzt mal, stärker konfrontiert sind als andere Länder. Mhm. Wir haben nämlich festgestellt, es gibt so eine Art, es gibt so Einflugschneisen, wo die bevorzugt scheinbar in die Erdatmosphäre eintreten. Und das ist im zwischen 30. und 42. Breitengrad Nord und Süd. Mhm. Vielleicht kannst du dann jetzt ganz genau nochmal erklären, wie das denn eigentlich, also die haben das UFO im Prinzip abgeschossen da, haben sich das dann besorgt, wie ging es denn weiter mit der Geschichte? Also die Südafrikaner haben das UFO geborgen, das UFO war relativ intakt, das heißt ein Landebein war ausgefahren, als sie das gefunden haben und die Tür war leicht geöffnet, musste dann mit Hydraulik praktisch Spreizern dann ganz geöffnet werden, wurde aber vorher nach Pretoria gebracht in eine Luftwaffenbasis und was man unseren Informationen zufolge gefunden hat, waren drei sogenannte typgraue Außerirdische, die sich später auch als Bioroboter herausgestellt haben. Einer war tot, einer schwer verletzt und einer war unverletzt. Mhm. Sie waren sehr aggressiv, haben eine Ärztin schwer verletzt, die praktisch sie untersuchen wollte. Tja, und das Objekt, wie gesagt, war dann in Pretoria und die Insassen ebenso. Innerhalb von 24 Stunden, nachdem das Objekt abgeschossen wurde, kam eine Anfrage aus den USA. NORAD überwacht die ganze Welt. Ist klar, genau. Und eine der Zeuginnen oder der Zeugen, mit denen wir gesprochen haben, die aus dem Bereich des südafrikanischen Militärgeheimdienstes kommen, die haben gesagt, die USA haben ganz klar gesagt, wir wollen das haben, sonst gibt es Krieg. Okay, das kennt man ja. Das ist ja nichts Neues, dass sie mit der Keule kommen, wenn man höflich fragt. Ganz eine kurze Frage an dich. Du hast was erwähnt von Biorobotern. Ja. Wie ist das zu verstehen? Ist es so wie bei uns hier auf der Erde? Das sind eigentlich auch die meisten Menschen Bioroboter? Oder wie siehst du das Ganze? Wir haben Unterlagen aus Südafrika bekommen, von denen wir ausgehen, dass sie echt sind. Oder zumindest, dass der Inhalt stimmt. Mhm. Und da wird eben beschrieben, ein Projekt, das die USA und die Südafrikaner gemeinsam betrieben haben, zur Erforschung dieser Grauen, die man da gefunden hat. Und da heißt es ganz klar, dass es sich hier um eine Kreuzung zwischen einem Reptil und einer Pflanze handelt, was wir bis heute noch nicht durchführen können. Mhm. Also es gibt photosynthetische Ansätze bei diesem Wesen und dass sie ganz klar keine Eigendynamik entwickeln, dass die von einer höheren Rasse, so steht es da drin, praktisch gesteuert werden. Das heißt, es ist praktisch, es sind Bioroboter, anders kann man es nicht beschreiben. Also wie Drohnen im Prinzip, also Vorläufer Leute, die sie erstmal da hinschicken. Sie haben immer ein Gruppenbewusstsein, aber das wird gesteuert von einer höheren Rasse, die sie scheinbar geschaffen haben. Sehr interessant. Weiß man, wo die heute sind? Also, wie, sind sie da verblieben oder wie ging es dann weiter? Nachdem die Südafrikaner von Amerika oder von den USA diese Anfrage erhalten haben,
hat man sich nach langem Hin und Her dazu entschieden, die Sachen rauszugeben, weil damals war ja noch immer das Apartheid-System an der Macht und es gab sowieso ein Embargo gegenüber Südafrika. Es wurde praktisch von der ganzen Welt her ein Embargo durchgeführt, wobei man auch sagen muss, es gibt ein Land, das das Embargo ziemlich stark gebrochen hat und dann auch ziemlich, wie soll ich sagen, nicht gut darauf zu sprechen war, dass sie dieses Objekt nicht bekommen haben. Und das war Frankreich. Hm. Frankreich spielt eine sehr wichtige Rolle. Hat dann Frankreich eine ähnliche hohe Interessegebiet an UFOs an sich? Ich meine, bei den Amerikanern weiß man das ja, das ist klar. Ja, aber Frankreich war schon immer, fühlte sich schon immer als Herr von Afrika. Und von daher gesehen war es auch so, wenn man sich das angeschaut hat, die Südafrikaner unter Embargo flogen Mirage-Flugzeuge, Alouette-Hubschrauber. Also von daher gesehen muss das Embargo nicht so ernst genommen worden sein von Frankreich. Ja, ja, ja. Das heißt, die Amerikaner haben sich das Objekt samt Insassen, Unterlagen, Fotos, alles, was es sonst so gab, sicherlich mitgenommen. Genau. Sind denn dann noch Informationen nach draußen gekommen oder war dann im Prinzip der Fall für Afrika erledigt oder wie ging es weiter? Es ging so weiter, dass wie gesagt, die Südafrikaner sich entschieden haben, die Sachen an die USA zu geben, haben aber dafür auch etwas bekommen. Mhm. Dafür haben wir auch Informationen von den Leuten aus dem Militärgeheimdienst, mit denen wir gesprochen haben. Und zwar wurde uns gesagt, damals schon hatte Südafrika Atomwaffen, die haben sie mit Israel entwickelt. Wir wissen auch, wie viel das waren. Mhm. Aber was sie im Gegenzug für das UFO von den USA bekommen haben, obwohl Embargo war, waren nach den Aussagen dieser Leute zwei Nuklearwaffen mit Trägersystem, also mit den dazugehörigen Raketen, die Südafrika seitdem haben soll, muss. Muss, ja. Vermutlich muss. Es kamen damals zwei Galaxy-Transportflugzeuge aus der Wright-Patterson Air Force Base angeflogen nach Pretoria. Die haben das Objekt zerlegt und dann in die USA geflogen. Es wurden auch die außerirdische Besatzungscrew mitgenommen. Was auch interessant ist, das haben uns die Leute eben auch ganz klar gesagt, als diese Mannschaft aus den USA kam, war den Südafrikanern zuvor klar, dass die das schon öfter gemacht haben. Mhm. Weil sie genau wussten, wie man mit dem Objekt umgehen muss, wie man mit den Insassen umgehen muss. Und sie haben als erstes, als sie das Objekt betreten haben, ein bestimmtes Teil ausgebaut. Sie mussten erst dieses Teil ausbauen und danach konnte das Objekt zerlegt werden. So eine Art Energiezelle oder? Es war ein Kasten, was das genau war. Es war auch mal die Rede von Kristallen, aber erst dann konnte man das Objekt auseinanderbauen. Wie denn die ganze Presse darauf reagiert? Gab es da einen Aufschrei in Afrika zu der Zeit? Gar keinen Aufschrei, das war alles streng geheim. War streng geheim, ja. Ja. Die Geschichte ging an die Öffentlichkeit, als ein paar Wochen später oder zwei, drei Wochen später der Major oder der Sergeant Anthony Dodd in England ein Kuvert bekam aus Südafrika mit Unterlagen, die den Fall betroffen haben. Und der hat dann begonnen, sich mit der Sache auseinanderzusetzen. Das Verrückte an der Sache war, es kam ja dann später auch jemand aus dem südafrikanischen Militärgeheimdienst oder zumindest aus dem Umfeld nach England. Und das Verrückte war, dass die dann festgestellt haben, die Dokumente waren falsch, aber der Inhalt stimmte. Also das Papier ist gefälscht, aber es steht die Wahrheit drin. Die Dokumente, die er damals bekam, waren gefälscht. Das haben die schon gesehen vom Aussehen her und dass bestimmte Schreibweisen nicht so waren, wie sie hätten sein sollen. Aber nachdem sie den Inhalt überprüft hatten, hatten sie festgestellt, der Inhalt stimmt, das Dokument ist gefälscht. Vielleicht weiß man warum, also ich könnte mir jetzt vorstellen natürlich... Man weiß warum. Es war so, dass ein Mann, der beim Militärgeheimdienst in Südafrika im Communication Command saß, der die echten Dokumente hatte. Der hat die Dokumente mitgenommen und hat sie einem Kollegen, der auch aus Jugendtagen sein Freund war, gezeigt. Und dieser Kollege, dieser Freund hat einige Begabungen. Eine davon ist eben ein Auto, ein fotografisches Gedächtnis. Ah ja. Ja? Er hat sich also die Sachen angeschaut und hat dann versucht, sich zu merken, was er nur merken konnte.
und hat dann zu Hause begonnen, die Informationen in Dokumente zu packen quasi. Okay. Hat diese Dokumente nach England geschickt und dann ging die ganze Sache los. Anders wären sie vermutlich auch da gar nicht rausgekommen, ne? Nehme ich mal an. Ja, normalerweise nicht. Auf alle Fälle war natürlich dann die Hölle los in Südafrika. Mhm. Und es wurden damals einige interessante Telefonate geführt aus England mit bestimmten Stellen. Und dann war natürlich dort die Hölle los. Und Dann gab es natürlich auch keine weiteren Informationen, weil das eine ziemlich heftige Geschichte war. Wann habt ihr denn euch da angefangen, damit zu befassen, also du und Andreas? Andreas und von Rita und ich, wir haben uns damals begonnen, damit zu befassen, als der zweite Fall an die Öffentlichkeit kam. Mhm. Da kamen auch wieder Dokumente zum Vorschein und diese Dokumente fielen dann, das war eine ganz seltsame Geschichte, fielen dann in meine Hände. Mhm. Es kam zu einem Kontakt mit einer Quelle in München und dann habe ich diese Dokumente eben gehabt. Ich kannte den Kalahari-Fall und es kam ihm auch ein Name vor, der im Kalahari-Fall auch schon bekannt wurde. Und nachdem ich die Dokumente mir genauer angesehen habe, dachte ich mir, es müsste eigentlich jemand machen, der mit sowas Ahnung hat und oder von sowas Ahnung hat. Das war der Andreas von Rethi, damals schon bekannt für einige gute UFO-Bücher, die er geschrieben hat. Und ja, ich habe ihn dann kontaktiert und habe mir gedacht, gut, ich gebe ihm jetzt die Unterlagen und dann ist die Sache für mich erledigt. Ja. Ja. Und als wir uns dann getroffen haben, wir haben uns gleich sehr gut verstanden, hat er mir zu mir gesagt, ob ich ihm denn doch weiterhelfe bei diesem Fall. Und dann machte ich den Fehler, in Anführungszeichen, dass ich sagte, okay, ich helfe dir weiter. Und ja, es kam dann zu Kontakten nach Südafrika, zu Leuten aus dem Militärgeheimdienst und die Kontakte in den Militärgeheimdienst hatten. Und so ging es los bei uns. Super. Der zweite Fall, vielleicht auch noch mal ein paar Worte dazu? Der Lesotho-Fall, das war ein Uferabsturz, der am 15. September 1995 im Land Lesotho sich ereignet haben soll. Lesotho ist ein eigenständiges Land, das aber vollständig von Südafrika umgeben ist. Mhm. Eigentlich Hochgebirge zum Teil auch. Mhm. Und da hatten wir auch im Unterlagen bekommen, dass dort ein solches Objekt abgestürzt ist und dass man eben, das stand ja auch in den Dokumenten, dass man eben nicht mehr denselben Fehler machen wollte wie bei Kalahari. Es musste vollständig geheim bleiben, aber wieder haben Leute aus dem Militärgeheimdienst Informationen nach draußen gegeben. Mhm. Den Eindruck, den wir hatten, ist einfach der, dass es eine kleine Gruppe innerhalb des Militärgeheimdienstes gibt in Südafrika, die wollen, dass die Information, dass die Wahrheit nach draußen kommt. Ja. Ja. Und es ist auch nicht einfach für diese Leute, das zu tun. Es ist nicht wie beim James Bond, dass die Leute da irgendwie rumrennen, sondern die haben Angst. Die haben wirklich Todesangst. Ja. Und von daher gesehen ist es nicht einfach, Informationen auch weiterzugeben. Wie gerade beim Kalahari-Fall, da war es ja auch so, dass es geheißen hat von vielen sogenannten Forschern, ja, die Dokumente sind gefälscht, also vergesst den Fall. Ja. Man muss wissen, warum, wieso. Aber wenn man versteht, dass die Informationen in den Dokumenten definitiv richtig sind, dann muss man dem Fall nachgehen. Unbedingt sogar. Ich meine, wenn man sich mal überlegt, ohne diese Mithilfe wahrscheinlich auch dieser Geheimdienstangehörigen oder nahe diesen Kreisen wäre sowas eigentlich. Man kommt ja sonst an solche Informationen nicht ran. Also ich wüsste nicht, dass es ein Amt gibt. Gut, manche Länder haben das mittlerweile, UFO-Ämter. Allein dass man eine Tatsache, dass es offensichtlich Länder gibt, die sich ja mal mit der Thematik auseinandersetzen. Denn da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen, bevor wir vielleicht hier gleich nochmal weitermachen. Ja, UFO-Thema. Ja, der eine sagt Spinnerei, der andere sagt, ich habe schon eins gesehen, ich war schon drin. Es gibt ja unterschiedliche Fälle. Und da hat der Oliver eine kleine Sache mitgebracht. Du wolltest ja auch noch so einen kleinen Fall nochmal berichten, wie du die Sache siehst, nämlich das Thema Ägypten, also auch wieder Afrika. Bei mir war es eigentlich ja so, ich habe dieses ganze UFO-Thema früher mal wirklich gesagt, für mich ist es Humbug, das Ganze, also nicht nachvollziehbar. Dann gab es einen Zeitpunkt, wo ich mich dann mit der deutschen Geschichte beschäftigt habe und habe eigentlich dann Dokumente gefunden, wo dann belegt ist, wo die Deutschen im Zweiten Weltkrieg fliegende Untertassen gebaut haben. Und da geht es auch wieder zurück auf die Thematik Viktor Schauberger, der auch sehr viel mit dem Wasser damals zu tun hatte. Und
Er war damals in diesen Forschungsprojekten praktisch mit involviert. Mhm. Und da ging es praktisch darum, die Schwerkraft, Antigravitation und so weiter, um diese Praktiken zu vollziehen. In den Überlieferungen steht dann drinnen, dass diese UFOs nur verschiedene Winkel fliegen konnten, also praktisch verschiedene Magnetfelder von der Erde nur in verschiedenen Winkeln konnten die fliegen. Darum sagt man immer, wenn man ein UFO sieht, die fliegen zickzack. Ja. Dann haben wir das Ganze mal so weitergesponnen. Im Endeffekt, damals, wo der Krieg zu Ende war, kurz darauf, einige Jahre danach, gab es UFO-Sichtungen, Area 51, diese Geschichte, wo dann die Leute dann darüber berichten. Man weiß vom Zweiten Weltkrieg, dass Amerikaner praktisch die ganzen Dokumente an sich gerissen haben und anscheinend im stillen Kämmerchen weitergeforscht haben. Vielleicht haben die auch irgendwelche Untertassen von Außerirdischen gehabt, die weiterentwickelt, wie auch das immer gelaufen ist. Weiß ich nicht, lasse ich mal so dahingestellt. Das war für mich immer so eher was, wo ich sagen kann, okay, jetzt habe ich was. Das macht für mich eher Sinn, wie irgendwelche Hirngespinste, da ist es eine Lichterscheinung, da ist dies, da ist jenes, ja. Wo es dann tausend andere Erklärungen gibt, warum es ein Blödsinn ist. So, dann habe ich dann vor einiger Zeit den Axel Glitzke kennengelernt und hatte die Möglichkeit, mit ihm nach Ägypten zu fahren. Da war das Hochinteressante, ich kannte ja Erich von Däniken, diese ganzen Aussagen, die er getroffen hat, ja. War für mich auch nicht so hundertprozentig greifbar, auch wenn er die ganzen Beweise gebracht hat, ja, was in alten Schriften drin steht und die ganzen Berge, wo im Endeffekt Landebahnen da sind, habe ich das eigentlich auch nicht so, okay, er zeigt die Fotos, es kann jetzt alles Mögliche sein, jetzt hat er wieder auf UFOs zu schieben, habe ich dann nicht greifen können. Ja. So, aber spätestens dann, wenn man einmal in Ägypten war und sich die Bauwerke mal genauer anschaut, ohne es halt irgendwie so eine gewisse Verbildung zu haben. Bin eigentlich Ägypten relativ wenig früher damit beschäftigt. Ich bin einfach runtergefahren, ich wollte es einfach mal sehen. Jetzt stehen in jedem Tempel außerirdische Statuen. Mhm. Das geht so weit, das können wir vielleicht hier mal noch einblenden, die ganzen Fotos, die wir damals gemacht haben. Den Film E.T. kennt so ziemlich jeder. So, da steht es in Stein gemeißelt. Genau, original mit diesem komischen Kopf und dem langen Hals. Original, das steht in Ägypten. Mhm. Vor, wer weiß, wie viel zigtausenden vor Jahren wurde das praktisch mal in Stein gemeißelt. Oder wie auch immer sie das hergestellt haben. Ja? Ja. Das ist ja wieder ein anderes Thema dann. Und da macht man einen Film draus und zieht das Ganze wieder ins Lächerliche. Das wird immer so gemacht, es wird eine Wahrheit aufgegriffen, es wird ins Lächerliche gezogen, Hollywood verfilmt es ganz schön und heißt wieder Huhuhu, so ein Blödsinn und sonstiges. Nur warum steht das da? Und jetzt gibt es einen wunderschönen Tempel, den Tempel von Dendera. Da habe ich auch ein Buch hier damals mitgenommen. Ja, vielleicht kann man es mal ein bisschen einblenden. Und hier ist das Interessante bei diesem Buch. Vorne ist praktisch der Tempel abgebildet. Und jetzt hat man da in den Säulen so Figuren drin, so Gesichter. Mhm. Diese Gesichter sind im Endeffekt wie ein Abbild von Außerirdischen. Mhm. Wenn man das Ganze jetzt einmal anschaut, ist man hergegangen, man hat praktisch erstmal die Gesichter rausgemeißelt, dass man es praktisch nicht erkennt, was es eigentlich ist, dass keiner auf die Idee kommen könnte, das schaut ja aus wie ein Außerirdischer. Mhm. Und ist hergegangen und diesem Reiseführer oder diese Beschreibung hier, ist man hergegangen und hat das einfach komplett rausgenommen. Dass schon mal gar keiner fragen kann, du, was ist denn das für ein Tier oder ist das ein Mensch oder was ist denn das eigentlich? Und da sind einige Beispiele in diesem Buch hier drinnen. Hier wieder in den Säulen, das ist praktisch in dem Tempel, ja. In dem Tempel sind es praktisch diese Gesichter, wo man dann auch wieder aus diesem Buch so unkenntlich gemacht hat, teilweise auch wirklich praktisch rausgemeißelt aus dem Stein, dass man das ja nicht erkennt. Aber es sind nur die Gesichter, ne? Alle anderen Sachen sind im Prinzip intakt, oder? Also dieser Tempel von Dendera, er hat viele, viele Dinge drin, die ein Rätsel praktisch aufweisen. Mhm. Es gibt Hieroglyphen drinnen, wo praktisch Panzer, Hubschrauber und so weiter auch mit drin sind. Können wir vielleicht das Bild auch mal mit einblenden. Ja. Und es ist im Endeffekt komplett gebaut wie eine Raumstation. Man findet überall, vor allem in Farbe auch, ja, praktisch wie Gemälde in den Wänden,
hat man nicht nur Hieroglyphen oder so irgendwas, sondern es ist eine richtige astronautische Zeichnung da drinnen, mhm, mit Sternen und Symbologie und. Und das Interessante ist, der Tempel ist oben komplett flach. Und dieser Tempel ist so stabil gebaut, dass rein theoretisch und praktisch ein Flugzeug darauf landen könnte. Das heißt, diese Stabilität braucht man überhaupt nicht, aber es ist wirklich so gebaut, dass du jetzt mit dem Flieger darauf landen könntest. Du reist vielleicht nicht von der Landebahn her, aber vom Gewicht und von der Tragkraft, was da ist. Und das Interessante ist, es ist auch oben wie ein Landeplatz gebaut. Jeder, wo sich dafür interessiert, sollte mal hinfahren, sich das einfach mal anschauen. Und es ist nicht weit hergeholt, dass es irgendwas in der Richtung war. Interessant ist auch, dieser Tempel ist zweistöckig. Mhm. Man kann praktisch richtig mit einer Treppe nach oben gehen, was meiner Meinung nach in den wenigsten Tempeln eigentlich so der Fall ist. Oder man hat den Zugang nicht, da kann man aber wirklich nach oben gehen und dann die Plattform einfach mal anschauen. Und das war dann für mich einfach so ein Beweis, da war irgendwie eine andere Intelligenz da. Und was noch ein Riesenbeweis ist, wenn man sich ganz genau die Steine anschaut, die Steine, wie die bearbeitet sind. Der Archäologe, die damals ist ein richtiger Originalarchäologe, wollte mir damals, wo wir unten waren, weismachen, das hätten die Ägypter gemacht. Stimmt das eigentlich schon nicht wirklich? Ja? Und sie haben einen Kupfermeißel und einen Hammer dafür gehabt. Ja? Härtester Granit. Jeder, wo man mit dem Kupfer einfach mal auf den Granit draufschlägt, ja, der weiß, das Ding ist jetzt stumpf. Und die haben teilweise auf 6 Meter Länge Granitsteine. Da kannst du mit einem Laser durchleuchten. Das hat ein paar Hundertstel Abweichung über eine Riesenlänge. Solche Dinge haben die zustande gebracht. Hinzu kommt, dass die Spaltmaße der Steine Hundertstel teilweise betragen. Und jetzt kommt's: kein Stein gleicht dem anderen. Das heißt, wenn ein Erdbeben ist, gibt es keine Resonanzeffekte. Das heißt, die Dinger fallen nicht in sich zusammen. Also die hatten damals eine Technik, anscheinend eine Art Lasertechnik, eine spezielle Schneidetechnik oder wie auch immer. Das heißt, es war eine Technik, die verwendet haben. Ich behaupte nicht einmal, dass es die Ägypter waren, weil da gibt es eine Lücke zwischendrin. Und diese Technik, was sie verwendet hatten, können wir bis heute nicht nachahmen. Das heißt, diese Bauwerke sind mit unserem heutigen Stand der Technik absolut unmöglich. Es geht nicht. Wir haben ein Hightech-Zeitalter, nicht mal mit unseren extremen Schneidewerkzeugen, Kränen und was auch immer, was man da alles hat. Es ist nicht möglich umzusetzen. Ja? Und da musste man einfach mal anfangen zu beginnen zu denken. Man sagt in der Schule, was haben wir gelernt? Ja, die depperten Höhlenmenschen und die primitive Kultur, wie primitiv die waren. Ja. Das haben wir in der Schule beigebracht bekommen. Nur, wenn man das mit einem anderen Blickwinkel einfach mal betrachtet, ja, und sich das Ganze anschaut, ja, dann machst du nur Klick, 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 sag, okay, die ganze Geschichte können wir eintüten, das ist alles Blödsinn, das ist alles Fehlinformation, Desinformation, die Leute ganz gezielt in eine andere Richtung zu lenken, ja, und dass sie ja nicht auf die Idee kommen, irgendwann einmal plötzlich anfangen zu denken. Mhm. Ja, sie sollen nur das konsumieren, was der Lehrer uns da erzählt, ja, ja, das soll man verinnerlichen. Und wenn man dann beginnt, ja, so wie du jetzt, halt einfach mal Fragen zu stellen, durchleuchten das ganze Thema, dann ist man praktisch an dem Punkt, wo das ins Lächerliche gezogen wird. Das ist Humbug, das ist Blödsinn und wie auch immer. Nur ganz einfach, ganz neutral rangehen, dumme Fragen stellen, sich das ganz neutral anschauen, sich einfach mal seine eigenen Gedanken dazu machen, was ist jetzt stimmig. Oder, wie es manche machen, aufs Bauchgefühl ein bisschen hören. Ja. Was fühlt sich jetzt stimmig an, was nicht, was ist zu überzogen. Dass man es einfach mal abwägen kann. Ja. Nur mal so einen ganz kleinen Ausflug, denke ich mal, weil viele immer das gleich ins falsche Licht stellen, die ganze Thematik. Ich war auch nicht gleich derjenige, wo gesagt hat, hurra, das gibt es auf jeden Fall. Ich bin von Haus aus ein ziemlicher Skeptiker. Das heißt, ich suche dann so lange, bis ich Ansatzpunkte dazu finde. Ja. Und die habe ich gefunden dazu. Genau. Und es war schon eine Hausnummer. Ja. Das tut praktisch dein Weltbild mal so richtig so gerade rücken. Ja. Vor allen Dingen, wenn man die richtigen Fragen stellt, das ist ja das, man muss sich ja jetzt nicht nur mit der Lächerlichkeit jetzt von UFO-Thema jetzt in dem Sinne, dass sich das antun, aber wenn man sich man weiß ja auch, je älter die Bauwerke sind, umso präziser sind sie gebaut worden.
Das sind ja Fragen, wo kein Mensch eine Antwort drauf hat. Wie war das denn bei dir? Wie bist denn du mal ursprünglich eigentlich zu dem Thema UFO gekommen? Also seit wann interessierst du dich dafür? Also, warst du auch ein Skeptiker, sagen wir so? Ich war nie ein Skeptiker, weil ich eigentlich mit Erich von Däniken aufgewachsen bin. Ja, bitte. Ja, also es ist so, dass ich glaube, ich war 13, dass ich ein Buch aus dem Buchschrank meines Vaters gezogen habe und mir gedacht habe, was ist denn das? Ja. Das Buch hieß Aussaat und Kosmos von Erich von Däniken. Mhm. Und habe das als 13-Jähriger gelesen und war irgendwie fasziniert. Und es war aber damals schon für mich alles sehr logisch. Es war für mich eigentlich ganz klar, dass es so war. Ja. Weiß nicht warum, aber es war halt für mich ganz, ganz logisch und ganz klar. Und habe mich damals schon sehr für diese Themen interessiert. Und habe dann eigentlich so mit 22, 23 begonnen, mich fürs UFO-Thema zu interessieren. Das war auch ganz witzig, weil es gab damals, da gab es einen Fernsehsender, also einen Pay-TV-Sender Premiere. Mhm. Und den hatten wir nicht abonniert, aber es gab damals eine Sendung, die war praktisch freigeschaltet für alle. Mhm. Die hieß 0137. Moderiert hat ein Roger Willemsen, der mittlerweile recht bekannt ist. Ganz junger Kerl damals noch. Und der hatte also da immer drei Leute vorgestellt, kurz vorgestellt. Und man konnte dann anrufen, wen man in der nächsten Sendung sehen möchte. Also. Okay. Und der praktisch wurde dann ausführlicher befragt. Und genau in der Sendung, ich war Zufall, dass ich das eingeschaltet hatte, war ein Mann da, ein ehemaliger CIA-Agent und Militär, Virgil Armstrong hieß der, mhm. und berichtete über seine Beteiligung beim UFO-Absturz in Neumexiko, Roswell, und was er dort gesehen hat und was das für Außerirdische waren und. Und es war damals schon ein relativ alter Mann, Virgil Armstrong, der auch schon länger verstorben ist. Und ich dachte mir einfach, warum sollte dieser alte Mann jetzt hier lügen? Na, er hat nichts davon. Ja. Er hat nichts davon. Er hat höchstens Häme und Spott zu erwarten, aber ja. sonst gar nichts. Also ist vielleicht doch was dran an dem, was er sagt. Und dann habe ich begonnen, mich in das Thema wirklich einzuarbeiten. Ja, es gibt doch einiges an Literatur. Zumindest damals gab es einiges an Literatur. Heute ist es gar nicht mehr so viel, weil viele der interessanten Bücher sind vergriffen, werden nicht mehr neu aufgelegt. Ja. Und so ging es eigentlich los. Ja. Das ist jetzt wie lange her? Also mit 13? Mit 13 über 20 Jahre? Erst 13. Jahr, ich werde jetzt 49, also schon ein bisschen länger. Das ist schon, her. Genau. Ja. Das ist schon eine ganze Weile. Es geht ja auch darum, ne, dass man auch mal sieht, okay, wenn man sich damit befasst, es kommen unzählige Fakten zueinander. Es kommen Fragen, die man sich nicht erklären kann. Dann, du hattest vor der Sendung so ganz kurz gesagt, es passieren auch Dinge. Ein Fernseher geht an und sowas. Wie ist das da? Wie ist das zu erwarten oder wie ist das zu erklären? Oder? Das ist schlecht zu erklären. Eigentlich gar nicht. Zu erklären. Nur bin ich der Meinung, nach allem, was ich bisher erlebt habe, nach allem, was ich gesehen und auch in Unterlagen gesehen habe, ist, dass es doch eine Art gibt von höherer Schwingung. Mhm. Ja? Dass es möglicherweise Dinge gibt oder auch Wesen gibt, die wir nicht sehen können, die vielleicht neben uns stehen, aber wir können sie nicht sehen. Ja. Das ist wie bei der Frequenz im Radio. Ne? Ja. Man kann jetzt meinetwegen irgendeinen Radiosender einschalten, es gibt aber die anderen Radiosender daneben. Genau. Das heißt also, das heißt nicht, dass sie nicht existieren, sondern es ist auf einer anderen Frequenz. Mhm. Und ich hatte doch einige Erlebnisse, wo ich mir gedacht habe, irgendjemand scheint da zu sein, aber man sieht ihn nicht. Ja. Aber das ist, wie gesagt, rein subjektiv. Kommen wir vielleicht nochmal zu den Dokumenten und den Fällen einfach mal zurück, dass wir da nochmal wieder den Bogen wieder spannen. Du hast uns jetzt auch ein paar Unterlagen mitgebracht. Magst vielleicht ein bisschen was zeigen und uns einfach auch mal ein bisschen mit auf die Reise nehmen? Gut, wir haben die ersten Unterlagen, die wir jetzt zu diesem Lesotho-Fall bekommen haben. Wie gesagt, also wir können nicht hundertprozentig sagen, ob die Unterlagen echt sind, also vom Dokument her. Ja. Weil es war beim Kalahari-Fall ja auch so, dass Dokumente zum Vorschein kamen, die jetzt praktisch, wo der Inhalt stimmte, aber die waren vom Dokument her nicht echt. Ja. Aber es hat sich da auch alles, was wir überprüfen konnten, als richtig herausgestellt. Ja. Eine kurze Frage vorher, gibst du die Akten frei oder sowas oder kann man sich das bei dir anschauen? Dann wird man es vielleicht einfach unter das Video packen, vielleicht die ein oder anderen Dokumente. Oder magst du es lieber in der Kamera zeigen? Ja, ich kann es jetzt in die Kamera zeigen. Da haben wir hier zum Beispiel ein
Dokument, eine Seite 7 von 20, die also schon eingestuft ist als Ultra Secret. Die haben es nämlich am Anfang erst nur als geheim, als nur Secret eingestuft. Als sie dann aber gesehen haben, mit was sie es zu tun hatten, wurde das hochgestuft auf Ultra Secret. Okay. Ja. Und wir haben da eben auch Dokumente, zum Beispiel, da muss ich zu Lesotho ein bisschen mehr sagen. Lesotho ist ein relativ armes Land. Und auch die Regierung bzw. die ganzen dortigen Stellen sind nicht so ausgeprägt wie jetzt meinetwegen jetzt in der Bundesrepublik Deutschland oder in Südafrika. Und es ging eigentlich damit los, dass es, also dieses Objekt abgestürzt ist und ein Farmer, ein Peter Lachasa, das dann gefunden hat. Und dieser Mann ist dann mit dem Fahrrad zur nächsten Polizeistation nach Leone, so hieß der Ort, gefahren und hat das dort gemeldet. Gut, dann gab es zwei Polizisten, die dann vor Ort waren und gesehen haben, also das ist irgendwie sehr seltsam, was da liegt. Okay. Da heißt es zum Beispiel, kann ich aus dem Polizeibericht ja kurz vorlesen, dass da eine Fläche von 20 Metern im Durchmesser von Feuer umgeben war. Also das Objekt hat ungefähr 20 Meter Durchmesser gehabt und das außenrum hat es gebrannt. Und eine große, runde, diskusartige Scheibe praktisch war eben da gelegen, war von der Farbe her dunkelgrau. Man hat keine Fenster oder sonstigen Öffnungen gefunden. Und man hat auch keine Beschädigungen an dem Objekt gesehen. Auf alle Fälle hat dann die Polizei in Leone das Verteidigungsministerium von Lesotho in Maseru eingeschaltet. Die haben sich das auch kurz angesehen und haben gesagt, also von uns ist es nicht. Und haben angenommen, dass es sich um ein Experimentalflugzeug der Südafrikaner handelt. Okay. Und was sie dann gemacht haben, da gab es einen Herrn Abe Lochwela, der also dort zuständig ist beim Maseru-Verteidigungsministerium. Und der hat einen Fax geschickt, und zwar an das südafrikanische Militär, Militärgeheimdienst in Tempe. Das ist das Fax, das er da geschickt hat. Darüber steht auch Royal Government of Lesotho. Und da heißt es eben, Dear Sir, ich lese es mal auf Englisch kurz vor. Message, Dear Sir, the Lesotho Police Department in Leribe reported to me that they have confirmed information that the unidentifiable aircraft has crashed within the borders of Lesotho. All this time, we do not know the origin of the aircraft and suspect that it might be an experimental aircraft from the South African Air Force. Also wir glauben, das ist ein Experimentalflugzeug der südafrikanischen Air Force. Would you please be so kind to give this matter your fullest attention and to investigate and retrieve this aircraft from our country? You can obtain the necessary information from Sergeant Sowieso at the Leribe Police Department. I have instructed Sergeant Sowieso to give you his cooperation in this regard. Please inform us on any developments and assistance you may require in good faith, Mr. Abel Ochwela, Royal Government of Lesotho. Das heißt praktisch, wir haben da was, das gehört wahrscheinlich euch, holt es euch ab. Ja, also er bittet ja förmlich drum, ja. Genau. Wir können uns nicht drum kümmern, da habt ihr die richtigen Ansprechpartner, bitte kümmert euch, genau. Genau. Okay. Und die Südafrikaner haben dann Militär hingeschickt, die haben dann sofort gesehen, mit was sie es zu tun haben. Sie haben ja Erfahrung mit Kalahari. Ja. Und dann wurde eben das Ganze hochgestuft von geheim auf Ultra Secret. Ja. Das Objekt wurde dann geborgen, nach unseren Informationen vor Ort zerlegt. Mittlerweile wusste man, wie das geht. Also angeblich gibt es in dem Objekt eine Vorrichtung, wo man, wenn man die betätigt, das Objekt dann zerlegen kann, wie bei einer Torte, so Tortenstücke. Mhm. Einzelne Stücke, die man dann abtransportieren kann. Ah, okay, sehr interessant. Und das wurde dann auch nach Pretoria geflogen. Und dort lag es dann eine Zeit lang und wurde dann später nach unseren Informationen in ein anderes Land gebracht. Wir können uns denken, wohin wahrscheinlich. Nein. Nein? Also, was uns damals gesagt wurde, ist, dass das Objekt sich dann nach Haifa begeben hat. Mhm.
oder begeben wurde. Übergeben wurde, ja. Und das können wir nicht beweisen, aber die Information bekommen wir von unseren Quellen aus dem Militärgeheimdienst. Die haben uns übrigens auch gesagt, weil das war ja schon nach der Wende in Südafrika, nachdem also praktisch das Apartheid-Regime nicht mehr da war, haben uns eben ganz klar gesagt, dass es eigentlich eine Schattenregierung dort noch immer gibt. Das heißt, dass es zwar eine offizielle schwarze Regierung gibt, also von Schwarzen geführte Regierung gibt, aber dass der Militärgeheimdienst und die wichtigen Geheimdienstbehörden, sage ich mal, dass die noch immer von Weißen geführt werden und die eine Art Schattenregierung bilden. Also ganz interessante Geschichte, weil wir auch da ein Dokument dabei haben, was eben heißt, von dieser Schattenregierung, dass also aus offensichtlichen Gründen der Präsident Mandela nicht darüber informiert werden darf. Also der wusste gar nicht, was passiert, aber sowas kennen wir ja aus den USA, dass es eben auch eine Schattenregierung gibt und eben die Präsidenten nicht so viel wissen, wie sie eigentlich sollten. Das ist, genau so soll es auch sein, sage ich mal. Ne? Jetzt haben wir nun ganz eigentlich evidente Tatsagen, sage ich mal. Also wir haben Zeugenaussagen, alles gut dokumentiert im Prinzip. Ja. Was mich jetzt einfach mal so nebenbei, das denke ich mir, kann doch der ein oder andere Zuschauer sich mal die Frage gestellt haben, weiß man denn eigentlich oder gibt es eine Theorie dazu, wieso denn diese Dinger eigentlich ständig abstürzen? Wenn sie mal jetzt mal nicht abgeschossen werden. Ich meine, man muss ja davon ausgehen, es ist Hochtechnologie. Ja, möglicherweise interdimensional oder es kommt zumindest von sehr, sehr weit woanders her. Wieso? Ja, und dann fallen die hier auf die Erde wie ein Stein. Es gibt eine Antwort dazu auf die Frage oder eine Theorie oder es irgendwas? Gibt mehrere Theorien und zwar zum einen kann man nicht sagen, inwieweit das vielleicht auch abgeschossen wurde, weil man vielleicht die Information dazu nicht hat. Ja. Das andere ist, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, der erste bekannte oder in der Neuzeit bekannte Uferabsturz war ja der bekannte Roswell-Fall 1947. Ja. Also am 4. Juli 1947 stürzte da ein Objekt in der Nähe von Roswell in New Mexico ab. Man geht heute davon aus, dass es vielleicht sogar zwei Objekte waren, die in der Luft zusammengestoßen sind und dann abgestürzt sind. Was aber die wenigsten wissen, ist, dass es einen Mann gab, der zu der Zeit dort ein neuartiges Radar getestet hat. Ah ja. Und es die Möglichkeit gibt, dass dieses Radar eben diese Objekte gestört haben, irgendwie. Weil ich gehe mal davon aus, wenn es eine sehr weit entwickelte Rasse ist, die da diese Objekte gebaut hat, vielleicht mit solchen Radartechniken überhaupt nichts mehr zu tun hatte, weil es eigentlich... Also mit wieder an Steinzeit-Radar. Dass man da irgendetwas in den USA erforscht oder entwickelt hat, was eigentlich sehr einfach war für die, aber trotzdem ihre Geräte gestört haben. Ja. Und... ja, und dieser Mann, das ist ganz interessant, dieser Mann wurde danach, und zwar, da muss ich ein bisschen ausholen. Bitte. Die Information dafür, wir sollten uns diesen Mann genau anschauen, hat der Andreas von Rethi und ich von einem anderen Herrn bekommen, der uns schon öfter Dokumente und Informationen gegeben hat, der scheinbar mit einer deutschen, mit einem deutschen Dienst liiert ist. Und es immer interessant war, seine Informationen zu verfolgen. Und dieser Mann hat uns gesagt, schaut euch mal an, warum Howard Hughes nach Roswell so reich wurde. Und der Mann, der damals dieses Radar getestet hat, war Howard Hughes, der später als der reichste Mann der Welt bekannt wurde, etwas einen seltsamen Lebenswandel dann hatte. Er hatte ja unglaublich Angst vor Viren und Bakterien. Er lebte im obersten Geschoss eines Stockwerks, im obersten Stockwerk eines Hochhauses in Las Vegas und ließ keinen an sich ran, lief dort da nackt rum. Er hatte unglaublich Angst eben vor Bakterien und Viren. Ja. Und manche denken halt, wenn sie das hören, vielleicht hatte er Angst, dass sich irgendjemand rächt. Keine Ahnung. Ja. Aber diese Geschichte mit Howard Hughes war hochinteressant, weil er war wirklich zu der Zeit in Roswell und hat ein neuartiges Radar getestet. Das, was zumindest mal eine gute Erklärung ist, warum Untertassen da immer vom Himmel fallen.
Ich muss dazu auch eins sagen, weil früher hat es immer geheißen, warum stürzen die immer nur ab in Wüsten und so. Ja. Ganz abgesehen davon, dass auf der Erde sehr viele Wüsten gibt, ist es ja auch so, dass es nicht nur Fälle gibt, wo solche Objekte in Wüsten abgestürzt sind. Es gab 1965 auch einen ganz bekannten Fall in den USA bei Keksberg. Da fiel das Ding also direkt neben die Ortschaft. Also okay. In einem Wald. Okay. Auch ganz bekannter Fall. Ja. Das, zuvor kam das Militär, es wurde über die Ortschaft Kriegsrecht verhängt. Ja. Und dieses Objekt wurde sofort vom Militär weggebracht. Ja. Wobei, oft ist es ja so, sie zeigen sich ja auch über Städte. Also es gibt Gemälde auch von vergangenen Jahrhunderten, wo Flugscheiben drauf sind. Also dieses Phänomen ist ja nun wirklich nicht aus der Neuzeit. Es kommt immer mal wieder ins Bewusstsein. Oder wenn Hollywood wieder mal einen Film dreht, ja, dann wird es nochmal thematisiert. Generell kann man denn sagen oder sowas, in welche Richtung geht es denn da für dich, sage ich jetzt mal? Es gibt ja die Geschichte, wir hatten es schon mal angesprochen, interdimensionale Wesen oder kommen sie nun wirklich von weit weg? Wie hängt das zusammen? Also meiner Meinung nach sowohl als auch. Mhm. Ja. Die Informationen, die wir auch bekommen haben von den Südafrikanern oder von anderen Leuten, die wirklich sehr viel geforscht haben, auch dieser Anthony Dodd aus England, es geht um eine Geschichte, die sich ein bisschen heftig anhört jetzt auf den ersten Blick. Und zwar, dass es da draußen zwei große Mächte gibt. Mhm. Und dass es da eine Macht gibt, die uns eher wohlgesonnen ist und eine Macht, die uns nicht so wohlgesonnen ist, weil sie unseren Planeten haben möchten. Mhm. Weil sie ihn selber brauchen, weil ihr Planet stirbt. Okay. Zumindest ein Teil dieser Macht gehört zu denen, deren Planet stirbt und die den Planeten haben möchten. Und da gibt es in gewisser Weise eine Bestrebungen, den Planeten zu übernehmen. Geht aber nicht so einfach, da gibt es das Gesetz des freien Willens. Mhm. Und man kann eigentlich nur versuchen, dass, jetzt kommen wir wirklich ins Eingemachte, man kann nur versuchen, über bestimmte Techniken die Menschheit so zu manipulieren, dass sie letztendlich irgendwann einen Weltführer sich wählen, der dann freiwillig in Anführungszeichen diesen Planet übergibt. Also man läuft ja eigentlich genau auf diese Richtung ja schon zu. Ich habe auch das Thema da Terraforming im Kopf. Ne? Also einfach, man gestaltet den Planeten so lange um, bis der Mensch einfach schlichtweg nicht mehr drauf leben kann. Mhm. Wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Und es zeigen sich auch immer wieder Sachen. Ne? Wir kennen die Guidestones, wo es draufsteht. Es müssen auf jeden Fall erstmal eine Menge weniger werden. Ja? Und das ist schon sehr interessant, in welche Richtung das da eigentlich abläuft. Vielleicht kann ich da noch was einfügen. Und zwar wurden in dem Kalahari-Objekt auch Aufzeichnungen gefunden auf Silizium-Chips. Mhm. Und es wurde auch ein Alphabet gefunden, ein außerirdisches. Also die konnten das entziffern. Okay. Beziehungsweise sieht es so aus, dass die Amerikaner SIGINT, das ist Signals Intelligence, das ist ein eigener Geheimdienst, Signals Intelligence, das bereits entziffern kann und die entsprechenden Möglichkeiten hat. Und wir damals auch über Südafrika Unterlagen bekamen über Texte, die an Bord gefunden wurden. Ich habe das in meinem Buch Verschlusssache Philadelphia Experiment, ist ein anderes Thema, aber damals auch mitverarbeitet. Und vielleicht kann ich da mal ganz kurz was vorlesen, was eben da drin stand in diesen Dokumenten. Beziehungsweise, ja, gerne, klar. Weil es eben genau in diese Richtung passt. Jetzt muss ich nur ganz schauen, ob ich es gleich finde. Vielleicht, Oliver, und solange du suchst, vielleicht zu dir einfach nochmal eine kurze Frage. Du hast dich ja nun auch ein bisschen mit dem ganzen Thema beschäftigt. Wie stehst denn du überhaupt so generell zum UFO-Thema? Das ist so deine Quintessenz, sage ich mal, auch aus den jahrelangen. Du machst ja eigene Forschung auch. Wie schaut's aus? Also nach dem, was ich gesehen habe, kann ich es nicht mehr leugnen. Hm. Also ich habe es noch nie gesehen, also eine fliegende Untertasse oder irgendwas. Aber anhand, wenn, wie gesagt, Ägypten diese Thematik, muss es irgendwas geben. Mhm. Ja, es war irgendwie eine Intelligenz da und anscheinend gibt es immer wieder oder anderes Beispiel. Wir haben heute eine Technologie, ja, mit Handys, mit Laptops, ja, wenn man überlegt, so Tablet, jetzt so kleines Teil, ein riesen Speicherplatz, die Chips, die werden immer größer und. Man sollte sich mal die Frage stellen, wo diese Technologie herkommt. Und ich habe persönlich einige Erfinder kennengelernt, vor allem einen näher, der hat im Bereich freie Energie geforscht. Ne? Und derjenige, der hat viele Dinge mir erzählt, ich musste ihm aber keine Frage stellen. Ja, er ließ praktisch in einer
deinem Gedankenfeld hat mir alle Fragen beantwortet, die ich hatte. Ich habe aber keine Frage gestellt. Ja? Das ist interessant. Ja. Dann hat er zu mir gesagt, ihr macht es auch so, jetzt setzt sich irgendein Ziel, geht in die Natur raus, das Bild erscheint ihm vor den Augen und er muss es jetzt nur noch nachbauen und patentieren. Okay. Und das Patent muss dann wieder so geschrieben sein, weil das, was es nicht geben darf, soll es nicht geben. Das heißt, zwar irgendwie schon patentiert, aber irgendwie soll es ja so geschrieben sein, dass es halt noch für den normalen Verstand, ja, der macht halt da irgendwas. Ne? So läuft es eigentlich. Und wenn man jetzt mal wieder in die deutsche Geschichte reingeht, Zeit vom Zweiten Weltkrieg, hat sie damals Adolf Hitler angeblich hellsichtige Personen, die sich Baupläne geben haben lassen. Mhm. Und dann haben die dann diese Botschaften wieder entschlüsselt und entziffert. Und da gibt es verschiedene, kennst du auch bestimmt die ganzen Sachen, ne? Wie weit es stimmt, weiß ich nicht. Es gibt nur diese Tatsachen, dass es verschiedene Aufzeichnungen darüber gibt. Ob die jetzt halt gefälscht sind, nicht gefälscht, weiß ich nicht, ja. Aber es gibt viele Dinge in der Richtung und im Endeffekt, woher sollen die Erfindungen kommen? Mhm. Es muss ja irgendwo, weil ich tue jetzt mal den menschlichen Verstand nicht extrem hoch einstufen. Ja, da hat mir das Thema, ja, menschlicher Verstand, das ist praktisch nur wie ein Blatt Papier gegenüber dem Hochhaus so in der Richtung. Was wir benutzen eigentlich auch, Kapazität wäre genügend da, wir nutzen es nicht oder können es nicht nutzen oder haben keinen Zugriff drauf, ja. aus welchen Gründen auch immer. Das heißt, dass eine gewisse höhere Intelligenz da ist. Oder man schaut sich die Pflanzenwelt einfach mal an. Ja? Die Tiere, die ganze Natur, die ganze Vielfalt, die Farbenvielfalt. Ja? Dann geht man mal, nimmt man mal die Taucherbrille und taucht mal runter. Ja? Da ist eine ganze eigene Welt wieder. Mhm. Und unsere selbsternannten Wissenschaftler wollen uns erzählen, dass es mit einem Urknall entstanden und durch Zufall. Ja. Ja? Und Zufall ist, ich schmeiß da was zu, das ist der zugefallen. Das ist die genaue Übersetzung. Das heißt, genau. Ursache, Wirkung. Jemand muss es ja tun. Ja. Ja, man könnte halt höchstens nur die Frage stellen, wer hat diese Intelligenz geschaffen? Und wer steht dann hinter dieser Schöpfungsintelligenz und wieder, genau. Jetzt kommt eine Dimension rein, wo schon wieder unsere menschliche Vorstellungskraft komplett übersteigt. Genau. Ja. So, also du könntest jetzt halt aus dem Thema ein Endlos-Thema machen. Ja, statt Antworten tauchen immer neue Fragen auf. Immer neue Fragen, ja. Und wir müssen uns einfach damit abfinden, wenn die alles beantworten können. Ja, da reicht unsere Kapazität einfach nicht dafür aus. Ja. Dann bin ich jetzt sehr gespannt auf den Text. Es ist kein langer Text. Der Exodus zur Erde wird aufrechterhalten. Mhm. Vollständige Übernahme der menschlichen Rasse und Vereinnahmung aller sich im Amt befindlichen Führer, Entzug allen Wassers aus Seen und Flüssen soll, wie von Führer Akron genehmigt, ausgeführt werden, die totale Versklavung der als Menschen bekannten Rasse und eventuelle sichere Auslöschung der kompletten Bevölkerung. Das liest sich nicht gerade wie ein Märchen. Nö, das ist eben praktisch diese Übersetzung von diesem Okroes, von diesem Alphabet, das man auch an Bord gefunden hat, von dem Kalahari-Objekt. Und ja, es passt aber zu vielen anderen Informationen. Und man darf einfach nicht übersehen, dass es ganz offensichtlich wirklich einen Teil dieser UFOs oder dieser Außerirdischen gibt, die uns nicht wohlgesonnen sind. Ja. Es ist auch interessant zu sehen, dass Ufologen, also UFO-Forscher, die immer nur behaupten, es gibt nur positive Außerirdische, sind ganz freundlich und friedlich, dass die überall ohne Probleme an jedem Kongress auftauchen können, überall sprechen können, im Fernsehen eingeladen werden bei bekannten Sendungen und dass aber andere, die sagen, nein, es gibt auch eine feindliche Rasse, es gibt auch feindliche Außerirdische, dass die Riesenprobleme bekommen, irgendwo sprechen zu dürfen, dass die praktisch Morddrohungen bekommen und auch nie irgendwo eingeladen werden in größere Fernsehsendungen. Ja. Also das spricht schon für eine gewisse Unterdrückung von Informationen wieder. Ja. Ich habe dich jetzt gut kennengelernt, sage ich mal, und das gehörst du jetzt für mich nicht zu den Menschen, die jetzt absichtlich jemanden Angst machen wollen. Ja, also es geht ja sicherlich eher mal um eine Aufklärung. Aber wie siehst du das denn jetzt mal, sag mal persönlich, jetzt mal abgesehen von den Fakten? Ja, gut, böse, wo wird es enden, in welche Richtung geht das? Gibt es da Aufzeichnungen? Hat man da irgendwas schon mal gehört drüber? Ich gehe davon aus, dass es gut enden wird, weil es gibt Entwicklungen gerade seit 2003, dass eben diese
Übernahme nicht gelingen wird, weil eben bestimmte Dinge passiert sind, die dazu geführt haben, dass diese negative außerirdische Gruppe seit 2003 eben die Erde verlassen haben. Mhm. Und dass eben die von ihnen eingeleiteten Veränderungen zwar noch am Laufen sind, aber die Gruppe, die das Ganze durchführt hier, mittlerweile so zerstritten ist, dass es einfach nicht mehr hinhauen kann, meiner Meinung nach. Ja. Es ist natürlich so, alter Spruch, wenn der sterbende Drache praktisch noch wild um sich schlägt, dann soll man zur Seite gehen. Also das ist gerade das, was zurzeit meiner Meinung nach passiert. Ja. Woher, wenn ich mal einhaken darf, woher will man es wissen, dass sie nicht mehr hier sind oder überhaupt unter uns? Weil die wo gibt es diese Beweise eigentlich? Ja? Du, man auch für diejenigen, die noch nicht in diesem Thema näher drin sind, ja, ist auch immer ganz wichtig zu erfahren, woher kommen so eine Aussage? Oder es gibt ja verschiedene Verfilmungen in Hollywood, ja, wo es dann auch wieder... Nö, es hat eigentlich zu tun mit dieser anderen Seite noch, die denen nämlich ein Ultimatum gestellt haben zum 12. August 2003. Das hat wieder mit Philadelphia am Montag zu tun, weil eigentlich Philadelphia am Montag der Grund ist, beziehungsweise das erste Projekt, das noch vor Philadelphia lag, 20 Jahre vorher, in Deutschland übrigens, dazu geführt hat, dass die überhaupt hierher rein konnten. In unsere Raumzeit. Also im Endeffekt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist es eigentlich nichts anderes, diese Aussagen wie aus irgendeiner Geheimakte, was die untereinander kommunizieren, oder wie kann man das verstehen? Also praktisch... Nö, es gibt schon Informationen auch, es gibt ja auch in gewisser Weise Kontaktler von dieser anderen Seite, die schon vor langen Jahren eben gesagt haben, dass es ein Ultimatum gibt zum 12. August 2003 und dass die Erde und den Mond verlassen müssen, diese Negativen, weil die anderen sehen wollen, wie sich die Menschen entwickeln oder wie sich die Menschen ohne diese Beeinflussung verhalten werden, ja, auf dem Planeten. Und es gab also einige dieser Kontaktler, auch einige, die ich als sehr interessant gefunden habe. Und die haben alle das übereinstimmend gesagt, 12. August 2003, wie gesagt, passt auch mit dem Erdbiorhythmus zusammen. Dann ist nämlich was passiert, was ganz interessant war. Wir haben damals im Regentreff-Forum das schon einen Countdown deswegen eingerichtet. Ja, okay. Und ist dort gestanden, also bis zum 12. August 2003 sind es noch so und so viele Tage, Stunden, Minuten. Und dann war der Countdown zu Ende. Und am nächsten Tag gab es einen Stromausfall an der Ostküste. New York war völlig ohne Strom. Dann London, dann Rom. Mhm. Das war gleich danach, die Tage danach. Okay. Und ab dieser Zeit, und es kam jeder ernstzunehmende UFO-Forscher, der diese Entführungsfälle, diese bekannten Entführungsfälle nachverfolgt, ab dieser Zeit sind die Entführungsfälle wie abgerissen. Okay. Es gab damals auch bis 2003 sehr viele Dokumentationsfilme und so weiter über diese UFO-Entführungen. Ja, ja. Seit 10 Jahren hört man nichts mehr davon. Tierverstümmelung und so weiter. Tierverstümmelung genauso. Ja, genau das gleiche Thema. Also, ich habe mal jemanden kennengelernt, auf einem Termin, der hat mal behauptet, ihm fehlt ein kleiner Abschnitt von seinem Gedankenfeld. Ja? Mhm. Da weiß er nicht, was da war. Und er behauptet, er wurde von Außerirdischen mitgenommen. Und ich habe ihm einen Vogel gezeigt, komplett. Mhm. Weil vor allem vor 10 Jahren, das war für mich undenkbares Thema überhaupt. Also das ist Blödsinn. Sagt er doch, weil seit dem Zeitpunkt hat er Fähigkeiten, die er zuvor nicht hatte. Da sage ich, ja, klar. Ne? Aber er hat Lotto gespielt und hat mit Lottospielen seine Familie ernährt. Ne? Dann habe ich gesagt, ja, jetzt komm. Ja, er hat gemeint, er hat jede Woche Lotto gespielt, ja, und immer kleine Beträge gewonnen. Nicht die Millionenbeträge, sondern regelmäßig jede Woche einen kleinen Betrag und hat somit seine Familie ernährt. Sag, ja, jetzt wird es noch extremer. Ja, ja. Ja. Dann ist er gekommen mit seinem Ordner hier. Haben wir durchgeblättert. Wirklich durchgeblättert. Die ganzen Lottozettel, hat alles da eingeheftet. Ich habe mir das angeschaut. So, wow, ich weiß nicht, könnte man jetzt halt wieder dann spekulieren. Er hatte von allen möglichen Leuten sich zuschicken lassen, keine Ahnung. Aber er hat es dokumentiert gehabt, komplett. Und er hat es felsenfest behauptet. Und es gibt einige Leute in die Richtung, die behaupten, sie waren da irgendwo. Es ist klar, wenn jemand da mal angenommen zurückkommen würde und erzählt diese Geschichten, da kommt die Klapsmühle rein, kriegt ein paar Pharmakas noch mit dazu,
Ja, und dann hat sich die Geschichte erledigt in dem Sinne, weil man möchte ja auch nicht, dass da die Leute irgendwie draußen verunsichert werden, wie auch immer. Zumindest habe ich auch mal so jemanden kennengelernt, ja. Und der mir dann auch versucht hat, irgendwelche Beweise zu liefern. Ob das jetzt von diesem seinem Ausflug herkommt, was er behauptet hat oder nicht, kann ich auch nicht sagen. Aber das war zumindest einer, der das mal behauptet hat und versucht hat, mit irgendwelchen Beweisen, dass seitdem irgendwas anders läuft, dass er irgendwelche Fähigkeiten hat, damit beweisen wollte. Ja. Es gab ja den ganz, jetzt kommen wir zwar ein bisschen in die UFO-Entführungsschiene, aber es gab ja den ganz, ganz bekannten Fall von Travis Walton, den wir auch schon in Regen hatten, den wir aus Amerika rübergeholt haben. Und dieser Fall ist ja sogar verfilmt worden von Hollywood, Feuer im Himmel, Fire in the Sky. Und Travis Walton war einer von 6, glaube ich, Waldarbeitern, die in Arizona damals, das glaube ich waren in den 70er Jahren, von der Arbeit abends nach Hause fuhren durch den Wald und plötzlich auf einer Lichtung ein ziemlich extremes Licht sahen. Und diese Lichtung dann eben befahren haben und dann gesehen haben, dass ein großes scheibenförmiges Objekt drüber stand. Und sie wollten eigentlich schon weg, nur Travis sprang raus und ist dem Ding entgegengelaufen und wurde von einem Energiestrahl getroffen, der niederstreckte. Und die anderen sind dann so erschrocken gewesen, dass sie sofort wegfahren sind im Auto und haben ihn liegen lassen. Und nach 10 Minuten haben die gesagt, nein, wir müssen umdrehen, wir müssen ihn holen, der liegt da noch. Und sind dann umgedreht und als sie zurückkamen, war wieder das Objekt noch da und Travis war auch weg. Und sie wurden dann des Mordes verdächtigt. Na, natürlich haben sie die Geschichte erzählt, wie sie passiert ist. Wie sie passiert ist, ja. Sie wurden des Mordes verdächtigt, sie wurden befragt und der Sheriff hat dann auch Lügendetektoren-Tests machen lassen von allen und sie haben den bestanden. Ist auch ein ganz gut dokumentierter Fall eigentlich, ja, wenn man das mal... Und das Interessante war, ich glaube, eine Woche später haben die den Travis wieder zurückgebracht. Und auch er hat dann diesen Lügendetektor-Test bestanden. Ja. Und ist ein relativ einfacher Holzarbeiter, der aber ganz, meiner Meinung nach, ein ganz ehrlicher Mann ist. Ich habe ihn kennengelernt und das ist wirklich ein herausragender Fall. Und wie gesagt, seit 2003 ist es wie abgeschnitten. Ja. Was auch noch interessant ist, das findet man heute fast nirgendwo mehr. Wir haben ja damals das genau beobachtet. Im September, ich denke, es war September 2003, September, Oktober, haben Astronomen plötzlich ein Objekt jenseits des Pluto entdeckt. Und haben gesagt, aufgrund der Art und Weise, wie sich das Objekt bewegt, kann es nicht natürlich sein. War dann damals auch im Internet auf einigen Seiten zu finden, auch im ganz normalen Medien war das zu finden, ist aber dann irgendwie total verschwunden und hat nie wieder was gehört. Und wie gesagt, das Ultimatum hat ja geheißen, sie müssen vom Mond und von der Erde weg, also außerhalb des Sonnensystems. Ja. Und just 2-3 Monate später findet man dieses Objekt. Möglicherweise wartet da jemand und schaut, was passiert hier. Ja. Gut, es gibt ja immer wieder solche Fälle, die auch gut dokumentiert sind. Ich meine, man muss ja sagen, also ich sehe es auch so, dass es sicherlich in positive Geschichte enden wird. Allein aus der Tatsache heraus, dass sich eben Leute auch wie du sich seit Jahren da um die Aufklärung bemühen. Die Leute sind nicht mehr ganz so verschlafen. Ja, und viele merken schon, ah, okay, irgendwas ist da. Und das reicht ja schon eigentlich aus, mal die Tür irgendwo aufzumachen und sagen, okay, schau dich doch mal an mit dem, schau dir das Phänomen mal an und guck, was da ist. Vielleicht kommst du zu einem anderen Schluss, den du auch vorher hattest. Und das natürlich dadurch ändert sich das Bewusstsein komplett. Ja, und es wird sicherlich auch nicht mehr so leicht sein, eben genau diese Geschichten dann auch zu manipulieren und selber auch zu manipulieren. Zumindest nicht mehr in der ganz großen Masse, ja, mit allem drum und dran. Es ist ein ganz spannendes Thema und es ist auch der Grund, liebe Zuschauer, warum wir mit Sicherheit da auch noch weitermachen werden. Die Sendezeit ist leider schon wieder vorbei. Hat mich sehr gefreut, dass du zumindest einmal ganz grob erstmal die ganzen Geschichten mal einfach mal dargestellt hast und deine Ansichten dazu erzählt hast. Ich freue mich auf jeden Fall auf unser nächstes Interview. Bedanke mich für die tollen Informationen, auch bei dir, lieber Oliver. Möchtest du noch was sagen? Ich bedanke mich für die Einladung, Patrick. Bitte. Herzlichen Dank. Wie gesagt, ich bin gerne bereit, wieder zu kommen, jetzt auch meinetwegen zum Philadelphia-Experiment-Montag-Projekt, genau. Das meiner Meinung nach total wichtig ist. Ich denke auch, dass man da nochmal eine ganz gesonderte Sendung nochmal macht, um dann einfach ein bisschen, wir wollen das einfach, dass wir so nach und nach jetzt einfach ein paar Sendungen machen mit euch zusammen, mit dir zusammen besser gesagt, dass man einfach mit das Thema mal ein bisschen tiefer einsteigt. Ja, das ist nicht nur 3/4 Stunde Info und dann ist man wieder abgespeist, sondern dass man dann einfach darauf aufbauen kann, sagen kann, wir haben uns das letzte Mal darüber unterhalten, heute ist das Thema dann dran und genau, in diese Reise soll es hingehen.
Und wie gesagt, das Buch Verschlusssache Philadelphia-Experiment ist leider restlos vergriffen. Sollte nochmal kommen. Ich bin am Überlegen, das zu erweitern und zu aktualisieren und vielleicht in nächster Zeit, vielleicht in einem eigenen Verlag, dass der Osiris-Buchversand einen eigenen Verlag jetzt demnächst gründen wird, den Osiris-Verlag herausbringen. Und es wird auch ein Buch geben in den nächsten Monaten, hoffe ich, von Andreas, von Riti und mir zusammen, zu den beiden UFO-Absturzfällen in Südafrika. Wir werden auch alle Informationen nochmal auf der unten einblenden, deine E-Mail-Adresse, möglicherweise Homepage. Wer sich aufgerufen fühlt, vielleicht mitzuhelfen, gerade wenn man so einen Verlag gründet oder das Buch neu auflegen möchte. Vielleicht findet sich ja jemand da draußen, der sagt, tolle Idee, machen wir, da sind wir mit dabei. Meldet euch bei uns und ja, wie gesagt, herzlichen Dank nochmal, dass ihr da wart. Und Ihnen, liebe Zuschauer, wünsche ich natürlich dann viel Spaß, bis zum nächsten Mal.